nächste Quest. Ja. Pierce hat jetzt noch eine Quest. http://dickhaus.sterben. Nehmen wir die an, oder? Ja. Ja. Ansonsten hätten wir nur noch die, die anderen. Ja, wie gesagt, es kommt eigentlich nur noch komplett Main-Story durch. Ich würde aber gerne Abstecher zum Waffenladen machen, weil... Ja, wäre auch nicht mal schlecht. Können wir mal machen. Muni und du brauchst Upgrades. Waffenladen. Ja. Wird angezeigt. Ja, ich hab's schon markiert. Das Kind sich versteckt, was markiert ist. Ich hab bei mir auf der Karte schon markiert. Sind sie das Versteck ist ganz in der Nähe. Ach, wieder diese verdammten Schwarzfahrer. Warum sind heute so viele Schwarzfahrer unterwegs, Modi? Ist doch nervig. Keine Ahnung, wegen den Bahnpreisen. Sind wieder sehr hoch heute. Ja, die Benzinpreise sind eigentlich höher. So. Munition kaufen. Ja, warte, ich komme auch zum... zum Einkaufen. Das sind 800 Meter, ich kann nicht wohl schlecht laufen. So, ich konnte doch glaube ich noch irgendwelche Waffen verbessern. Das ist Stufe 4. Die sind auch schon Stufe 4. Ich habe meine Waffen eigentlich schon alle gelevelt. Die sind eigentlich auf, Level, auf Stufe 4. Können wir auch mal gucken. Und das Modi. Das ist der Waffenladen. Oha. Steht mit dem Kopf an der Wand. Ach, Granaten wollte ich doch auf. Hey Modi. Waffen verbessern. Ich hol mir mal eben alle Granaten auf Stufe 4. Stufe 2 vom Luftangriff. Und du hast nicht genügend Geld. Okay, sehr schön. Oh, gibt Stufe 2 vom Luftangriff? Ja, ich habe nicht genügend Geld dafür. Oh, ich habe genug Geld dafür. Ich habe nicht genug Geld für den hier. Ich brauche 95.000 fürs nächste. Ich rüste den auch mal aus. Das hat schon Stufe 4. Stufe 3. Du hast nicht genügend Geld. Ich habe für nichts genügend Geld. Ich gerade auch nicht mehr. Ich kann mal gucken, wie viel ich jetzt mittlerweile. Okay, dann kann ich noch Munition kaufen. Munition. Oh, der Bank war wieder 11.000, hey. Ach, ich habe jetzt den hier wieder. Also mein Luftschlag hätte 3 Munition. Ich habe glaube ich 2, ja. Und ich habe jetzt den... Hat extra Granaten? Ich habe den Granatenwerfer. Oder was? Schön. Okay, Mission würde ich sagen. Und ich sag mal so, die Waffen werden wir dafür nicht brauchen. Okay, Mission. Auf geht's. Komm in die Maschine. Ach, ist schon gestartet. Ja, natürlich ist sie schon gestartet. Ich habe nur einen Abstecher gemacht hier. Ich komm rein, auf geht's. Auf zu Kinzis Versteck. Warum zu Kinzis Versteck? Wir haben doch von dem anderen die Aufgabe. Er ist auch am Leben. Das war ein LKW mit sehr wenig Leben. Du fährst in die falsche Richtung. Ich fahre in die richtige Richtung.
Okay, dann zeigt mein Navi in die falsche Richtung. Was ist denn das für eine Maschine, Alter? Das one-shottet ja einfach jedes Auto. Und wo ist Kinzis Versteck? Da, wo wir gerade vorhin auch waren, am Hafen. Gerade hier unten. Genau da kommt mir das irgendwie bekannt vor. Ach, weißt du was, ich laufe zu Fuß. Ja, ich auch, ich häng. Wie kann man echt die Granaten wechseln, Molly? Mit weißt du das? Ah. Jetzt kann ich mal den Elektromagneten-Dingens benutzen. Lol, ich hab doch immer. Ich hab immer noch die hier. Na toll. Furzgranate. Ja, das ist eine Furzgranate. Das ist tatsächlich ein Furz im Glas. Ich habe keine Ahnung, warum ich die noch hab. Modi? Ja. Na verdammt. Da bin ich wohl schon in die Story reingerannt. Jetzt hab ich eine Granate verpulvert. You ready to fuck things up in virtual reality? It's safer than being shot at. You can survive a gunshot, but if your mind takes too much shock in this chair, you'll go brain dead. Great plan, Kinsey. I know. You ready? Let's do it. Mhm. Was passiert jetzt? Etwas sehr Lustiges. Na, ich bin gespannt. Wir sind jetzt im Internet. Ja. So sieht also das Internet aus. Ja. Und wir sind Klos. Wir sind Toiletten, exakt. Alright, you should be seeing a visual representation of the Decker Usenet now. What I see? Kinsey, all I see is that I'm a bloody commode. Oops, sorry about that. Weißt du was, Modi? Ja. Ich glaube, dieses Internet, das setzt sich nicht durch. Nee. Das wird nichts mit diesem Internet. Übrigens, das wird gleich noch schlimmer als Kloschüssel. Oha. Sexpuppe. Ja. Müssen wir irgendwas machen, oder? Erstmal nur laufen. Ah, ja. Und wo hängst du ab? Hinter dir. Ah, endlich. Okay, jetzt sind wir. Ein Datenmännchen oder was sind wir? Und haben eine Waffe. Jetzt müssen wir die anderen nicht killen und dann am Ende den Boss kommen. Na, das ist ja abgespaced. Ja. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, das Spiel wird noch. Es wird noch. Wo bist du überhaupt? Schon relativ weit vorne. Gib dich zur Feuerwehr. Nein, offenbar nicht, weil hier gerade noch überall Gegner sind. Die ich gerade erledige. Ach doch, du bist einfach durchgerannt. Bin durchgerannt, wie immer. Ich erledige schon den nächsten Gegner, die da vorkommen. Hier kommen noch weitere Gegner. Ich bilde die Vorhut. Du bildest die Vorhaut. Nein. Nein, Modi. Du bist also nachgekommen. Wir werden jetzt übrigens random langsam. Schnecke. Okay, was passiert jetzt hier? Wir müssen durch das Labyrinth kommen. Beziehungsweise uns durchschießen. Ach du Schande. Und du? Sackgasse. Und jetzt? Hex Adventure! Du erwachst und findest dich auf kalten Steinplatten wieder. Als du aufstehst, bemerkst du, dass das kleine Zimmer von zwei Fackeln beleuchtet wird. Im Norden befinden sich eine Tür, im Süden ein Loch in der Wand. Was machst du? Also ich nehme eine Fackel. Ich gehe durch das Loch. Du bist zu klein, um durch dieses Loch zu gehen. Was willst du tun?
Öffne die Tür, nimm eine Fackel, mach ein Nickerchen. Ich mache ein Nickerchen. Du erwachst und findest dich auf kalten Steinplatten wieder. Als du aufstehst, bemerkst du, dass das kleine Zimmer von zwei Fackeln richtet wird. Im Norden befindet sich eine Tür, im Süden ist ein Loch in der Wand. Was machst du? Ich gehe durch das Loch. Nicht. Ich nehme eine Fackel. Also ich nehme mal eine Fackel. Du ziehst eine Fackel aus der Wandhalterung und öffnest die Tür. Vor dir erstreckt sich ein dunkler Korridor, der sich in dichtem, finsteren Schwarz verliert. Du gehst eine gefühlte Ewigkeit weiter und plötzlich bemerkst du, dass deine Fackel allmählich ausgeht. Was tust du? Geh weiter, suche nach geheimen Türen, lauf zurück, um die andere Fackel zu holen. Lauf zurück. Du läufst verzweifelt Richtung Hauptzimmer zurück und stolperst über eine lose Bodenplatte. Du stürzt und brichst dir das Genick. Du bist tot. Vielen Dank fürs Spielen von Drachen und Tränen. Teil 1 der Trilogie Wirbelnde Finsternis. Beginne von vorne. Du erwachst und findest dich auf kalten Steinplatten wieder. Als du aufstehst, bemerkst du, dass das kleine Zimmer von zwei Fackeln beleuchtet wird. Im Norden befindet sich eine Tür, im Süden ein Loch in der Wand. Was machst du? Ich gehe durch das Loch, würde ich sagen. Ich öffne die Tür. Vorsichtig öffnest du die Tür und beginnst vorwärts zu gehen. Plötzlich stolperst du über eine lose Bodenplatte. Du stürzt und brichst dir das Genick. Du bist tot. Vielen Dank fürs Spielen von Drachen und Tränen Teil 1 der Trilogie Wirbelnde Finsternis. Sie halten sich an ihre eigenen Regeln. Da ist eine lose Bodenplatte. Du bist zweimal dran gestorben. Okay, du erwachst und findest dich auf kalten Steinplatten wieder. Als du aufstehst, merkst du, dass das kleine Zimmer von zwei Fackeln belichtet wird. Im Norden befindet sich eine Tür, im Süden ist ein Loch in der Wand. Was machst du? Ich würde sagen, ich nehme eine Fackel. Du ziehst die Fackel aus der Wandhalterung und öffnest die Tür. Vor dir erstreckt sich ein dunkler Korridor, der sich in dichtem, finsteren Schwarz verliert. Du gehst eine gefühlte Ewigkeit weiter und plötzlich bemerkst du, dass dein Fackel allmählich ausgeht. Was machst du? Also ich gehe weiter. Ich würde gerne mal nach geheimen Türen suchen. Oder was meinst du? Wie gesagt, ich würde weitergehen, aber wenn du nach geheimen Türen suchen willst... Okay, ich gehe weiter. Du rennst vorwärts und betest zu den 31 Göttern der Dias, dass deine Fackel nicht ausgeht. Und zum Glück geht sie auch nicht aus. Die Götter haben dir geholfen. Vor dir weicht die Dunkelheit dem Licht. Ein bläuliches Schimmern erhält den Korridor vor dir. Du hörst das Geräusch eines großen Felsens, der auf Stein reibt. Was machst du? Ich ziehe mein Schwert. Du spürst, dass etwas sehr Böses durch den Korridor auf dich zukommt. Während du wartest, fällt eine lockere Steinplatte von der Decke, landet auf deinem Kopf und bricht dir das Genick. Du bist tot. Vielen Dank fürs Spiel von Drachen und Tränen, Teil 1 der Trilogie Verbündete Finsternis. Okay, nochmal von vorne. Du wachst und findest dich auf kalten Steinplatten wieder. Als du aufstehst, merkst du, dass das kleine Zimmer von zwei Fackeln beleuchtet wird. Im Norden befindet sich eine Tür, im Süden ein Loch in der Wand. Was machst du? Ich würde sagen, ich nehme eine Fackel. Du ziehst die Fackel aus der Wandhaltung und öffnest die Tür. Vor dir erstreckt sich ein dunkler Korridor, der sich in dicht finsteren Schwarz verliert. Du gehst in gefühlt Ewigkeit weiter und bemerkst du, dass deine Fackel allmählich ausgeht. Was machst du? Ich gehe weiter. Während du dich auf das bläuliche Schimmern zubewegst, geht der Korridor in eine größere Höhle über und die Lichtquelle ist endlich zu erkennen. Der Raum wird von einem riesigen leuchtenden See erhellt. Ein Einhorn steht am Ufer und trinkt. Was tust du? Streichen das Einhorn. Du streichst mit deiner Hand sanft die Mähne des Einhorns. Es wiehert leise und schnüffelt an deinem Kopf. Mit dem Horn sticht es in dein Auge und du springst voller Schmerz zurück. Da stolperst du über eine lose Bodenplatte, stürzt und brichst dir das Genick. Du bist tot. Vielen Dank fürs Spielen von Drachen und Teil 1 der Trilogie Wirbelnde Finsternis. Okay, ich fange von vorne an. Du erwachst und findest dich auf den Steinplatten. Das gibst du bitte einfach zum Einhorn. Okay, mach ich. Ich nehme eine Fackel. Ich gehe weiter.
Ich schaue mir das Einhorn ein an, oder? Ne, ich töte das Einhorn, das war böse, das hat mich aufge... Du hast gewonnen. Vielen Dank fürs Spielen von Drachen und Drehen Teil 1 der Trilogie bei Würmende Finsternis. So, weiter geht's mit Teil 2, würde ich sagen. Ja, okay, verlässt du? What the fuck? Wir haben ja ein Klo mit einer Sexpuppe. I'm not going to be beaten by some noob you dragged into my world, Kensington. Okay, we're back in business. Now let's take out Matt's antivirus next. Oh Gott. Okay, wir fangen wieder von vorne an, oder was? Kingsley. Nee. Was? Wir sind Klos mit. Wir sind Klos mit. Waffen. Das macht alles sehr viel Sinn. Es ist eine virtuelle Welt und du bist irgendein Avatar. Natürlich bist du ein Klo. Mit der Schusswaffe. Was sollst du sonst sein? Warst du einmal in deinem Leben in VR-Chat? Ja. Wir haben das gemeinsam gespielt, Morty. Ich weiß. Können wir übrigens mal wieder machen. Na, habe ich keinen Bock drauf. Ich schon. Ich finde VR-Chat ist wirklich seltsam. Punkt. Und deshalb ist es so toll für Videos. Müssen wir mal wieder machen. Da bin ich echt nicht dabei. Sorry. Erstmal müssen wir Dingens spielen, ja, das Spiel mit dem Ehepaar. Ja. Das machen wir demnächst. Mal schauen, ob ich das nächste, ob wir es vielleicht nächste Woche schon machen. Also theoretisch, wenn es nicht so groß wäre, hätte ich es auch jetzt installiert. Nee, jetzt nicht, aber vielleicht kann ich es nächste Woche einbauen. Wiederbelebung nötig, okay. Okay, ich muss die wiederbeleben. Ich bin tot. Gute Arbeit, jetzt müssen wir wirklich von vorne anfangen. Na toll. Nicht von Checkpoint beginnen. Vielleicht. Schade, ich dachte, du wolltest die Mission neu starten. Ich wollte das Text-Adventure nochmal vorlesen. Und zwar jede Möglichkeit davon. Ja. Du sollst hier mal echt ein Text-Adventure spielen. Es gibt zwei echt. Hab ich schon ein paar. Wirklich? Text Adventure oder Visual Novel? Bin mir nicht sicher, aber ich habe schon einige Spiele gespielt, die wirklich, also. Hatte es Grafik? Also das Spiel hier, dieses hier, The Lion Song, das habe ich zuletzt gespielt. Das war wirklich drastisch, das war wirklich nur Text. Das war auch. Okay, es waren Bilder mit drin, aber es war wirklich. Es war. Ich habe fast nur vorgelesen. Das war wie ein Märchen vorlesen, das war wirklich. Also genau dann. Es wird schon. Ich glaube, es war kein Text-Adventure, aber es war schon. Ich glaube, das gilt als Text-Adventure. Also du konntest auch zwischendurch durch die Stadt gehen und Sachen anklicken, aber du hast dann wirklich nur gelesen. Das ist halt. Okay, es war also ein JRPG. Mensch. Ja, das ist hier dein Song halt. Gab es kostenlos auf Epic Games irgendwann mal. Ja, das hab ich halt nicht gespielt. Ey, ich verstehe nicht, was hier los ist. Das hier soll darstellen, dass es gerade Ladeprobleme gibt. Ja, bei mir ruckelt alles. Okay. Jetzt muss sie auch gucken. Ich bin tot. Fast. Kannst du mich wiederbeleben? Nee, ich bin noch lebig. Ich sehe dich nicht mal auf der Map. Noch lebig. Gerade so. Jetzt bin ich tot. Kannst du mich wiederbeleben? Direkt neben dem Kreuz. Ich sehe dich nicht. Fast am Eingang. Direkt am Eingang neben dem rechten Kreuz. Ich kann dich echt nicht sehen. Ich glaube, du hast Verbindungsschwierigkeiten gerade. Ich sehe dich, aber du bist da. Ja, cool. Ich versuche hier auch gerade den letzten Gegner zu erledigen, damit wir uns hier normal bewegen können. Dann schaff das mal. Scheiße. Das muss Vodafone sein, das hier. Aber mein Stream läuft solide. Das ist also das kann eigentlich bei mir nicht. Kann an mir, genau kann deshalb, vielleicht ist der Stream Priorität und alles andere nicht. Das kann sein. Ich liege hier mal rum. Ist ja nicht das erste Mal, das ist bei mir auch schon öfter mal passiert. Vodafone ist halt einfach scheiße.
Und wir sind beide tot. Na, sehr jetzt, toll. Ja. Ja, jetzt bist du gestorben. Der hat die ganze Zeit tot rum. Ja, ich weiß, jetzt kam bei mir das Signal an. Hey, es. Na toll. Ich geb einfach nicht. Ja, wieso das gehen? Ich finde mich dort am Ende einfach gar nicht mehr zurecht. Das ist. Was ist das denn überhaupt? Bin ich hier schon fast tot. Bin hier schon. Ich bin so gut wie tot. Hä, ich hau ab. Das existiert bei mir nicht. Ja, das ist gut. Ich kann mal ganz kurz. Ich lief mal und du schickst mir nochmal eine Einladung. Will ich Mach sagen. Das. Gescheitert. Auf der Planet. Ich muss von vorne beginnen dann. Auftrag verlassen. Gut, dann war's das für heute. Schick dich nochmal. Soll ich dir nochmal einen Invite-Link schicken oder? Ja, mach mal. Dann mache ich das einfach. Es ist heute einfach verflucht, einfach. Das ist halt einfach. Hast du einen Einladungslink gekriegt? Och nö, mein Charakter wurde nicht gespeichert. Na toll. Na komm jetzt mit dem Charakter. Ja, ich bin. Ich sehe ihn ja eh nicht. Ich bin schon an der Mission. Wo bist du? Ich bin. Oh, ich habe jetzt. Ich habe die Waffe. Ich habe die Waffe hier außerhalb der Mission. Cyber-Ausrüstung. Ja, die hast du theoretisch nach der Mission freigeschaltet. Ich bin noch nicht nach der Mission. Okay, da bist du, ich bin gerade irgendwo anders. A Saint lose a fight. Not bloody likely. Wie komme ich denn hier raus? Wo bist du eigentlich? Ich bin irgendwo anders gespawnt. Ach, da ist der Ausgang. Oder? Okay, scheinbar hat das irgendwie gezählt, weil wir haben jetzt. Ich habe die Waffe. Hä? Hast du die Mission noch? Nee. Komm, Auftrag starten. Okay. Ich habe die Waffe, das ist so irgendwie. Ja, irgendwas ist da schief gegangen. Okay, skip. You ready to fuck things up? Gut, ich baller mich hier einfach jetzt durch. Ich bleib einfach stehen. Ja, halt dich einfach zurück. Halt mich zurück, du läufst vor. Ja, das muss natürlich laufen. Ja klar, wie gesagt, halt dich einfach aus der Action raus. Werde ich machen. I seem to have a distinct lack of arms. Just start moving through the data. I'll sort it out soon. Have you lost your mind? Quit complaining, you big baby. Oh, they just didn't have it. Oh! Einfach durchkommen. There, that's better. Good, because Matt sniffed me out. Das kann ich. Ich renne einfach durch. Das hat beim letzten Mal schon erschreckend gut funktioniert. Aufladen, Waffe. Firewall? What is it and how will I find it? It blocks us from accessing the Decker's data. You'll know when you see it. Okay, hier muss ich mal ein bisschen kämpfen. Wo bist du? Auf der anderen Seite. Ich bin schon vorgerannt. Ich bin im Steckendingens. Ja, ich weiß, ich auch. Ich bin auf der anderen Seite davon. Okay, ich bin 9 Meter vom Ziel entfernt. Ja, Text Adventure kennen wir ja die Antworten. So, du erwachst und findest dich auf kalten Steinplatten wieder. Ja, nee. So, Fackel. Thanks, Kinsey. Lol. Hier ist eine Sexpuppe auf dem Klo. Warum? Ich gehe weiter. Ich gehe weiter. Ladebaum? Ich würde das einhauen. Spiel verlassen. Sehr schön. Ich war gerade im Laderaum mit einem. Ja, da war ich auch vorhin. Lol. Okay, we're back in business. Now let's take out Matt's antivirus next.
So, hier, jetzt. Ich halte mich zurück. Du hast halt wahrscheinlich nicht auf Leben gespielt irgendwas, oder? Könnte ich mir vorstellen. Keine Ahnung. Vermutlich, weil ich halt so unendlich viel mehr aushalte als du. Ich hab vor allem erstmal auf Bandmitglieder geskillt. Das war das Ding. Ja, ist ja auch cool, aber es ist halt zurecht. Okay, ich bin schon im Bassbereich. Ich bin tot. Ich hab's gesehen. Komm nur leider nicht hin, weil. Kannst du mich wieder mitnehmen? Die Mechanik von der Map ist, dass du dich nicht bewegen kannst. Dann sterbe nicht. Nein, du kannst dich nicht bewegen. Ich komm nicht zu dir hin. Okay, jetzt. Du bist bei mir. Halbweg. Ich versteck mich. Oh, bin schon wieder tot. Wieder. Oder nee, du bist tot. Aber ich bin tot. Geh zu mir hin. Geht nicht. Komm nicht zu dir. Renn. Ich bin tot. Passt. Ja, hier, komm. Okay, du hältst dich jetzt zurück. Ich baller. Ich weiß nicht wie. Also ich bin okay, außerhalb. Eh na komm. Ich versuche rauszukommen. Du bist doch eh wieder voll gerade, oder? Liegt am Boden. Was? Du liegst am Boden schon wieder auf. Nee, ich stehe. Na komm, schieß. Schieß, versuch's. Ich versuche irgendwie Kampf zu vermeiden. Ja, die Mechanik von diesem Kampf ist so scheiße. Schieß du, ich bin hier. Ich renn rückwärts. Los, schieß. Okay, ich bin scheinbar ein bisschen bin außerhalb irgendwie. Das ist gut. Okay, ich bin hier safe. Ich bin safe. Alles gut. Sieht zumindest so aus gerade. Jetzt darf ich noch nicht drauf gehen. Ja, ich bin relativ safe hier. Ja. Der Glitch-Teil ist zwar cool an sich, aber er ist super nervig. So, jetzt kannst du kommen. Haben wir es geschafft, sehr schön. Ja. Oha. Suche, zerstöre die feindlichen Panzer. Und wie? Wie steuere ich die? A und D ist drehen und B ist. Welcher Panzer bin ich? Du bist der blaue oben. Ach so. Wie feuere ich? Wie feuere ich? Mit Angriff, mit linker Maustaste. Ach so. Und du kannst nicht gleichzeitig fahren und dich drehen. Ach du Schande. Du hast da zwei rote und zwei grüne bei dir. Und ich versuche hier irgendwie auszuparken. Hä, warum konnte ich die jetzt nicht töten? Ach du Scheiße. Hä? Ah, okay, okay. Ich habe einen habe ich gelöscht. Wie? Draufgeschossen. Habe ich bei gerade drei, gefühlte drei Stunden gemacht. Der kommt jetzt rüber zu mir. Lass ihn mal durchfahren. Sehr schön, haben wir. Nervig. Nervig, aber toll. Es ist halt kreativ, es ist nur nicht gut. Okay. Komm schon. Sechs Puppen. Ich renn mal wieder durch, Modi. Ja. Vor allem die Musik ist halt echt stark hier, finde ich. Du schießt, ich renn durch.
Wie immer. I see one more wall ahead. It's his internet security protocols. They're blocking. Warum muss ich nicht mal das Ding spielen? Ich kann auch einfach in den Nahkampf gehen. Okay, ich bin schon der andere Counter. Ja, was? Invertierte Steuerung. Ja, manchmal. Das passiert. Nach hinten laufen musste dann. Nach vorne bist. Ich weiß, es ist sehr nervig. Wo muss ich hin? Wir müssen einfach nur alles töten, was hier aufkommt. Ich glaube, ich sterbe gleich. Bist du in der Nähe, kannst du mich wieder... Hier kannst du mich, du bist voll. Dein Leben ist komplett voll, du bist so weit zum Tod. Okay. Thank you.